David Garrett, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich auch. Es ist wirklich ein ganz großes Vergnügen, dieses Interview mit dir zu machen. Dankeschön. Meine erste Frage ist, fühlst du dich immer noch als klassischer Geiger? Ich würde doch mal sagen, wenn man eine klassische Ausbildung durchlebt hat und sich auch moralisch korrekt zu der Musik verhält, wenn man Beethoven oder Brahms spielt, und ich hoffe, dass, oder ich glaube, das sagen zu können, wenn ich etwas spiele, dass ich mich dann immer noch als klassischer Musiker und klassischer Geiger fühle. Ja. Ich habe deine Version der 9. Sinfonie von Beethoven gehört. Ja. Wie rechtfertigst du das moralisch? Das ist natürlich Crossover. Das muss man ganz klar definieren. Dass ich natürlich, wenn ich etwas umarrangiere, dass das nicht mehr den Sinn und Zweck des eigentlichen Stückes erfüllt, sondern es geht einfach in erster Linie mehr darum, natürlich eine tolle Melodie, einen tollen Rhythmus einem Publikum näher zu bringen, was grundsätzlich sich nicht mit klassischer Musik beschäftigt. Und suche mir natürlich dann dementsprechend die besten Werke aus, arrangiere es so, wie ich mir vorstelle, dass man das innerhalb von 2, 3, 4 Minuten hinbekommt. Und natürlich ist das nicht mehr in dem Sinne ein Stück von Beethoven. Ich habe jetzt eher darauf angesprochen, wie ich natürlich ein Konzert spiele oder ein Rezital oder Kammermusik spiele. Wie schwer ist es dir gefallen, in Crossover zu gehen? Überhaupt nicht schwer. Also ich habe da nie Berührungsängste gehabt. Ich weiß nicht, ob wir jemals vor 10, 15 Jahren darüber schon gesprochen haben. Also dem widerspreche ich schon. Also als ich dich kennenlernte, als du so 18, 19, 20 warst, warst du ja, genauso wie ich eigentlich auch, sehr konservativ erzogen. Aber wir haben, glaube ich, nie darüber geredet, Crossover zu machen oder andere Musik. Wir haben über die Musiker geredet, die Crossover gemacht haben. Das war ja, nicht aber so. Die haben es nicht gut gemacht. Ja, das sagst du heute. Naja, aber so, sagen wir noch mal ganz ehrlich, würdest du dir ein Violinkonzert von Vanessa May anhören wollen? Also nichts gegen Vanessa May, aber dann doch irgendwie für den klassischen Bereich. Weil da natürlich dann auch nicht so die Technik im ersten Fall auch gar nicht da ist. Das also ich meine, ich, bei mir kann man ja nicht, wirklich nicht aussetzen, dass ich nicht weiß, wie man dieses Instrument behandelt oder spielt. Natürlich nicht. Klar, auf der einen Seite, das hat sich sicherlich auch entwickelt. Ich habe die Gedanken damals, als ich dich zuerst kennengelernt habe, nicht gehabt. Die haben sich allerdings durchs Studium entwickelt. Und auch nach dem Studium ist das so ein Prozess gewesen, der so peu à peu sich entwickelt hat. Ich habe natürlich nicht direkt angefangen, irgendwie Fuel von Metallica zu machen auf der Geige oder vielleicht auch ein Beethoven-Stück etwas rockiger zu interpretieren. Das war halt so ein Prozess und man hat sich so ein bisschen auch angenähert und vielleicht auch ein Stück weit versöhnt mit dem Gedanken, etwas Neues zu machen, und hat ja gut funktioniert. Na, es funktioniert hervorragend, das stelle ich ja gar nicht in Frage. Aber als du Kind warst und als du in deiner Ausbildung warst, warst du doch eigentlich nur mit klassischer Musik in Berührung, oder? So sieht's aus, ja. Bis auf die Juilliard School, wo natürlich durch diese drei Divisionen, durch Tanz und durch die Schauspieler, natürlich sehr, sehr viele Einflüsse auch von der Seite kamen, also ich bin oft zu Konzerten mitgeschleppt worden, die nicht klassisch waren. Und auch gerade bei der bei den Dancing Division in der Juilliard School habe ich oft auch Sachen anspielen müssen, die so aus dem populären Bereich der Musik kamen. Für so Recitals wurde ich oft angefragt, weiß nicht wieso. Aber ich habe das gerne dann gemacht, und so kam so langsam vielleicht auch so eine grundsätzliche Hemmschwelle, die man vielleicht dann doch hat. Wenn ich zurückblicke, hast du wahrscheinlich da eine bessere Erinnerung an die Zeit als ich sogar. Diese Hemmschwelle habe ich dann in der Schule, in der Juilliard School halt peu à peu abgebaut, weil ich erinnere mich, abseits von der Klasse mit Perlmann war ich eher jemand, der viel sich mit den Schauspielern und den Tänzern so auseinandergesetzt hat und auch deren Geschmack von Klamotten bis Musik, da war ich eher so ein bisschen isoliert von den klassischen Musikern. So. Aber was bewegte dich dann dazu, das auf die klassische Bühne zu bringen? Also alleine schon mal outfitmäßig. Bist du das erste Mal auf die Bühne? Wie bin ich damals rumgelaufen? Erzähl mal. Da bist du schon sehr klassisch durch die Gegend gelaufen. Auch auf die Bühne wäre dir, glaube ich, nicht eingefallen zu gehen. Wirklich, erinnere mich daran. Ohne Anzug oder Krawatte oder Fliege oder Frack. Aber das war noch vor der Juilliard School. Ne? Ich habe dich kennengelernt ein paar Monate, bevor du an die Juilliard School gekommen bist. Also sieht man wieder, dass Schule einfallen hat.
Und du musst ja irgendwann mal dieses Erlebnis gehabt haben, vielleicht hattest du das nicht bewusst, aber ja. Man wird, ist ja dann jahrelang wird man erzogen, dass man auf die Bühne geht und es ist alles akkurat und richtig und korrekt. Und dann irgendwann mal bist du auf die Bühne gegangen als der wilde Teufel. Und ja, ich glaube, das hat ein bisschen mit der Erziehung zu tun gehabt. Und zwar habe ich Eltern gehabt, die sehr strikt waren mit dieser Erziehung. Ja. Und die sehr konservativ auch gedacht haben, auch in, nicht nur in der Musik, sondern auch, wenn es um Klamotten geht. Und die mich auch jahrelang so ein bisschen angezogen haben, auch für die Bühne. Die gesagt haben, das und das ziehst du jetzt für das und das Konzert an. Und ich glaube, dass irgendwann mal vielleicht so eine innere Haltung der Opposition sich bei mir gebildet hat. Und bis heute gehalten hat. Ja, mehr und mehr denke ich auch wieder, es ist schön, mit dem Anzug auf der Bühne zu stehen, wenn man halt was Klassisches spielt. Das ist schon klar, aber es war wirklich eine sehr, sehr lange Zeit und immer noch irgendwie dieses... Guck mal, ihr Mädels habt es doch viel einfacher. Du kannst doch anziehen, was du willst. Du kannst mit einem Rock auf die Bühne gehen, der kann schwarz, rot, pink oder blau sein. Also wenn Yuja One geht mit kurzem Kleid auf die Bühne, und dann wird natürlich schon wieder drüber geredet. Aber so wenige Kritiker schreiben über die Kleider der Mädels. Aber wenn ich mal mit einer Jeans auf die Bühne gehe, dann habe ich direkt am nächsten Tag ein Feuilleton, so eine Klatsche. Also come on. Also ich finde, bei Klamotten als Frau ist es, finde ich, eigentlich ein bisschen einfacher. Als Mann wird man direkt in, was soll man anziehen? Ein Smoking, ein Frack oder... dunkle Klamotten mit einem Sakko drüber. Also ich finde es ein bisschen bieder teilweise. Mhm. Ich finde es schade, weil es gibt auch so viele Musiker, die Scheiße auf der Bühne spielen und haben einen Sakko an. Klingt es deswegen besser? Mhm.